Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Stable. Wie ihr sehen könnt, habe ich beim letzten Mal tatsächlich eins der Pferde vergessen. Das habe ich jetzt schon bei Ferdinand wieder abgeholt, damit ihr jetzt nicht wieder den ganzen Weg mitlaufen müsst, weil das ja so ewig dauert. Ihr seht ja, das Pferd ist ein bisschen, naja, kaputt. Ich weiß auch nicht. Egal, aber das müsste jetzt theoretisch das letzte Pferd gewesen sein. Ich hoffe es zumindest, dass ich jetzt nicht wieder eins übersehen habe. Und ich hoffe, dass die Quest jetzt hier dann weitergeht. Ah ja, erfüllt. Gut. Dann hoffe ich, dass ich jetzt mit James sprechen darf. Ja, sieht so aus. Hallo James, ich habe deine Pferde bei Ferdinand abgeholt. Gutes Timing. Die Touristen sind fast da. Glückwunsch, Leute. Ihr habt ihren Urlaub gerettet. Okay. Und was ist jetzt mit unseren Schulden? Sind die jetzt erlassen? Also, wegen des Strafgeldes, das ihr mir schuldet. Dir? Ich dachte, dem Bürgermeister. Ich erlasse euch gerne ein paar hundert Schillinge von eurer Geldstrafe. Dann kommt natürlich noch die Leihgebühr hinzu dafür, dass Sindra das Pferd zurückgeritten hat. Hallo, geht's dir noch gut? Ich sollte dir echt eine knallen. Leihgebühr? Aber ich dachte, Sindra, Sindra, das sind Leihpferde. Wenn du eines reitest, musst du meine sehr faire Gebühr bezahlen. Tut mir leid, da gibt es keine Ausnahmen. Damit beläuft sich eure Rechnung auf 92.871 Schillinge. Aber sonst geht's dir noch gut. So viel kann ich nicht bezahlen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den Betrag zu verringern. Bitte. Ich nehme an, dann wirst du einfach so lange für mich arbeiten müssen, bis du deine Schulden abgearbeitet hast. Wir haben einen Stall, in dem wir Hilfe brauchen, und ein Rennen, das organisiert werden muss. Wenn du also, sagen wir mal, 47 Jahre arbeiten würdest, ja, dann sollte deine Strafgebühr abgearbeitet sein. James? Ich glaube, ich verprügel dich mal. Nein, das ist ja furchtbar. Du bist echt ein Betrüger. Betrüger? Was? So könnt ihr mit mir nicht sprechen. Ich bin der Tourismusminister. Ich arbeite auf Anforderung des Bürgermeisters. Ja, dann würde ich gerne mal mit dem Bürgermeister sprechen. 10 Minuten später. Macht Platz für Frau Pinters Stolz und Freude. Bürgermeister Peanut. Ach, Peanut ist Pferd? Ernsthaft? Wollt ihr mich veräppeln? Der Bürgermeister ist ein Pony? Das bin ich in der Tat. Er spricht. Aha. Ein sprechendes Pony? Das ist doch sicherlich ein Lautsprecher. Garantiert hat James den in der Hand versteckt. Wow. Das ist doch alles nur Betrügerei. Also, sorry, aber das glaube ich keine Sekunde. James hat mir gesagt, ihr beide seid mir 92.871 Schillinge schuldig. Ich verlange die Zahlung sofort. Das, hallo? Wenn ihr eure Geldstrafe nicht bezahlen könnt, muss das Mädchen Sindra für den Tourismusminister arbeiten, wie er es für richtig hält, bis die Schuld getilgt ist. Das kommt mir alles sehr verdächtig vor. Ich muss herausfinden, wohin James verschwunden ist. Ach. Na warte, dich finde ich. Komm, Starfire. Wir haben hier einen Betrüger zu enttarnen. Gucken wir mal, was können wir hier denn machen? Hm.
Müssen wir da vielleicht nach oben? Das wäre möglich. Na dann, lass uns mal schauen, ob wir James finden können. Der hat doch dem Pferd einen Lautsprecher angehängt und macht das doch alles selber. Das ist doch alles hier Betrügerei. Also was für ein geldgeiler Sack das ist, oder? Das ist doch nicht wahr. Will er da irgendwelche unschuldigen Mädels über den Tisch ziehen? Eigentlich fand ich James bisher gar nicht so schlimm. Und seit der Überarbeitung sieht er ja auch noch viel besser aus als vorher. Aber das, also das geht eindeutig zu weit. Ah, okay, da kann ich nicht weiter. Stopp. Dann muss man doch nochmal bei den anderen Sachen, wo man hoch kann, gucken. Also der hat doch echt einen an der Waffel. Ach komm, Starfire, du kommst doch da hoch. Gutes Pferd. Aber hier ist er ja wohl auch nicht. Wahrscheinlich ist er wieder genau an dem letzten Punkt, den man als letztes absucht. Das ist ja irgendwie immer so. Würde mich zumindest nicht wundern. Also entweder habe ich dafür echt ein schlechtes Gefühl. Ah, da scheint er zu sein. Wow! Ah. Oh, was machst du hier? Ja, ich weiß, dass du Ferdinand betrügst. Okay. Oder ich weiß, dass du eigentlich alle betrügst. Also das Spiel ist zu Ende, was deinen Betrug angeht, Cloud Mill. Betrug? Das ist ein bisschen extrem, findest du nicht? Er bezahlt mich, damit seine Pferde Bewegung bekommen. Und die Touristen bezahlen mich, damit sie reiten können. Eine Win-Win-Situation. Also weiß Ferdinand gar nicht, dass du die Pferde verleihst. Nun solltet ihr nicht auf Bürgermeister Peanut hören. Ihr wollt euch doch nicht mit ihm anlegen. Ja, wenn Bürgermeister Peanut ein Mensch wäre und nicht ein Pferd mit einem Lautsprecher. Genau das habe ich gerade gesagt. Was? Das ist doch verrückt. Er ist ein sprechendes Pony. Das ist die Wahrheit. Frag all die Leute, die ihn gewählt haben. Ja, weil du sie reingelegt hast, du Eumel. Warum hast du dann ein Funkgerät in der Hand? Ach genau, ich könnte auch allen WLAN von diesem Funkgerät erzählen. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Okay, du hast recht. Bitte verrate es niemandem. Das ist alles, was ich habe. Aha. Es ist ganz harmlos. Es hat ganz harmlos angefangen. Ich habe diesem süßen kleinen Pony ein Funkgerät und einen Zylinder gegeben. Und Peanut, das sprechende Pony, war geboren. Ich habe mich in den Büschen versteckt, während Peanut mit den Touristen gesprochen hat. Die Sache war ein großer Erfolg. Alle haben Peanut geliebt. Als die nächste Wahl in Vorpinta anstand, dachte ich mir, warum sollte sich Peanut nicht zur Wahl zum Bürgermeister stellen? Mit dem Verkauf von Welt-Peanut-T-Shirts hätte ich ein Vermögen verdient. Das war doch alles nur ein Scherz. Ich dachte nicht, dass es wirklich gewinnen würde. Und als er dann gewann, gab es nur noch eine Sache, die ich tun konnte. Ja, du hättest einfach mal genau die Wahrheit sagen können. Und die Macht aufgeben? Bist du verrückt? Niemand durfte erfahren, dass es ein ganz normales Pony ist. Ich ließ den neu gewählten Bürgermeister Peanut verkünden, dass ich der neue Tourismusminister sei. Auf diese Weise konnte ich mich um alles kümmern, während Peanut im Stall abhing und Heu fraß oder was auch immer.
Erlass Sindra die Geldstrafe, sie liebt Pferde. Wenn du willst, dass dein Geheimnis eins bleibt, erlässt du Sindra besser ihre Strafen. Eigentlich sollte man den Leuten ja trotzdem sagen, was da los ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist, das als Geheimnis zu bewahren. Ich nehme mal das Erste. Ich möchte die nicht noch unterstützen. Okay, okay, wenn du mir versprichst, niemandem die Wahrheit über Bürgermeister Pina zu sagen, bringe ich die Dinge mit ihr in Ordnung. Du hast mein Wort. Das war jetzt nicht ganz das, was ich hören wollte. Sindra. Bitte, Bürgermeister Pina, was habe ich denn dieses Mal falsch gemacht? Steh auf, Sindra. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Ich sehe jetzt, dass du ein reines Herz hast und Pferde mehr liebst als irgendjemand anderes in Jorvik. Das stimmt. Das tue ich wirklich. Ruhe. Aufgrund deines guten Herzens ernenne ich dich zur Pferdeministerin. Von heute an wirst du dich um die Stelle in Frau Pinter kümmern und die örtlichen Rennen verwalten. Das ist nicht das, was ich erwartet habe, weil dann muss sie ja trotzdem für James arbeiten. Das wäre mir eine Ehre, Bürgermeister Peanut. Pferdeministerin, das muss man sich mal vorstellen. Das wird was, wenn die Mädchen zu Hause davon erfahren. Ha. Also der James ist doch ein ausgekochter Fuchs. Also ich schätze, jetzt sind alle zufrieden? Nein, aber gut. Sie freut sich ja irgendwie darüber. Ich bedauere das Missverständnis. Ich sehe, dass du cleverer bist als der typische Tourist. Bleiben wir in Verbindung, Embra. Ich habe das Gefühl, dass wir zusammen einen Haufen Schillinge machen können. Ich weiß nicht, ob ich mit dir Schillinge machen will, wenn du sie so auf unehrliche Weise verdienst. Ha. Wie ich sehe, hat er hier noch eine Quest. Ha. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich möchte diese Folge nicht ganz so lang machen wie die letzte. Und außerdem bleibt es ja dann ein bisschen spannend. Bin ich mal gespannt, was wir sonst noch so machen können. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar da. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, kannst du mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du jedes Mal mit, wenn ich ein Video hochlade. Und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag auf Wiedersehen, bye bye und ciao, ciao.